Geht es dir auch so, dass du Schwierigkeiten hast, dein Lieblingsbuch, deine Morgenzeitung zu lesen? Dann habe ich jetzt zwei super Übungen gegen deine Kurzsichtigkeit. Als erstes nimmst du dir natürlich dein Buch, deine Lieblingszeitschrift und schaust mal, wie die Lage ist. Kannst du es gut lesen oder nicht? Als nächstes packst du deine Brockschnur aus, bindest die irgendwo fest und nimmst die Schnur zur Nase. Wichtig ist die Schnur zur Nase und nicht den Kopf zur Schnur. Wir wollen eine gerade, aufrechte Haltung. Ob du jetzt stehst oder sitzt, ist dir überlassen. Zur ersten Kugel haben wir etwa 15 bis 20 cm Abstand. Und dann hast du folgende Aufgabe. Du hältst die Schnur an die Nase und springst jetzt mit deinen Augen von der roten Kugel auf die grüne, auf die blaue, auf die gelbe, auf die beige. Machst dann die Augen zu und fängst bei der roten wieder an. Also bei mir jetzt rot, grün, blau, gelb, beige, Augen zu. Rot, grün, blau, gelb, beige, Augen zu. Ungefähr 5 bis 10 Wiederholungen und dann wiederholst du natürlich deinen Lesetest. Als zweite Übung machen wir es ein bisschen schwieriger. Und zwar ist dir vielleicht aufgefallen, dass du, wenn du auf die eine Schnur guckst, nicht nur eine Schnur siehst, sondern zwei. Also wir haben einen Schnittpunkt. Und diesen Schnittpunkt stellst du dir jetzt vor wie einen Reißverschluss, dass du den nach hinten hin aufziehen möchtest. Du musst also langsam mit den Augen vom Schielen in die Ferne gucken. Das sieht dann so aus. Du fängst wieder bei der roten Kugel an. Ich sollte jetzt rechts und links eine Linie sehen und jetzt fängst du an, langsam diesen Schnittpunkt nach vorne zu ziehen, Augen wieder zu schließen und dann fängst du wieder auf rot an und schiebst wieder vor. Auch hier etwa 5 bis 10 Wiederholungen. Achte darauf, dass die Augen nicht drehen, dass du keine Spannung in den Augen spürst und dass dir nicht schwindelig wird. Viel Spaß beim Lesen! Wenn du noch mehr über das Neurotraining erfahren möchtest, schau dir folgende Videos an. Und wenn du Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video.